begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakelkarten-Reading für die Liebe für die kommende Woche. Und ich habe natürlich immer ziemlich viel Kontakt ja mit anderen Lichtarbeitern, Lichtarbeiterinnen in meinen Seminaren per Mail. Kriege viel Rückmeldung, viel Fragen, viel Geschichten auch zu hören. Habe auch in meiner freien Zeit sehr viel mich ausgetauscht mit anderen. Und als ich jetzt heute das Engel-Orakel der Liebe legen wollte, habe ich ein bisschen mit den Engeln gesprochen und habe sie gebeten, uns doch mal zu sagen, weil ich das Gefühl habe, es gibt schon so ein verbreitetes Problem bei vielen Lichtarbeiterinnen und Lichtarbeitern, dass sich viele eine lebbare, durchaus auch spirituelle, aber ich sage, setz das mal in Klammern, Liebesbeziehung wünschen. Ob nur mit Zwillingsflamme oder Seelengefährte, lasse ich mal jetzt komplett dahingestellt. Einfach eine lebbare Beziehung wünschen, es aber irgendwie schwierig ist, das zu bewerkstelligen oder sehr stark verhindert. Und es kommt immer wieder mal die Frage auf, warum ist das so? Und jetzt mal ab vom völlig individuellen Fall, da kann es natürlich viele Gründe geben, jeder steht an einem anderen Punkt. Aber ich habe das mal so als kollektive Frage reingegeben, als so Gesamtfrage an die Engel. Was können wir in der kommenden Liebeswoche tun, um eine lebbare Beziehung auch in der nächsten Zeit zu manifestieren? Das betrifft jetzt vor allen Dingen auch die, die vielleicht gar keinen Liebespartnerin, Liebespartner im Moment haben, also auch niemanden, der da ist, der irgendwie am Horizont oder die erschienen ist. Gilt für die, die vielleicht schon jemanden haben, aber merken, es ist schwierig, es ist kritisch, es wird oft behindert, blockiert. Wie auch immer es sich gestaltet, ich wollte einfach mal wirklich von den Engeln wissen, was können wir tun oder was ist wichtig für uns zu wissen, um das lebbar zu machen. Und die Engel haben daraufhin geantwortet. Ich fand das ganz interessant, was sie gesagt haben und auch stimmig. Und ich finde auch, dass die einzelnen individuellen Botschaften auch nochmal sich sehr stark unterscheiden, nochmal unterschiedliche Aspekte des Ganzen wiedergeben. Also seid diesmal besonders gewissenhaft, die individuelle Botschaft für euch zu erspüren, was die richtige Botschaft ist. Ich habe links für euch den rosafarbenen Andenopal, in der Mitte den gelben Jaspis und rechts den grauen Granat. Schaut einfach, welches Kartendeck links, rechts, Mitte oder welcher Edelstein euch am meisten anspricht. Lasst euch einen Moment Zeit dazu. Wenn ihr etwas länger dazu braucht, etwas Ruhe, haltet einfach das Video an. Dann könnt ihr ganz in Ruhe auf den Bildschirm schauen und es einfach kommen lassen. Was ist die richtige Botschaft auch für euch? Ich werde dann schon mal mit der Gesamtbotschaft anfangen. Und die Engel zeigen mir mit dieser ersten Karte, dass sie meine Frage genau verstanden haben. Sie sagen ja. Wir sehen, dass ganz viele Lichtarbeiter und Lichtarbeiterinnen auf der Erde sich nach einer Liebesbeziehung sehnen, dass sie es auch verdient haben, geliebt zu werden, dass sie liebenswert sind, Punkt. Ja, und dass aber der starke Wunsch da ist, in Liebe mit anderen Menschen verbunden zu sein und besonders auch mit einem Partner, einer Partnerin. Also das sehen sie vollkommen, das haben sie verstanden, diese Frage. Sie bitten uns darum, auch weiterhin Fortschritte zu machen auf dem Weg, ohne Angst zu lieben, dass wir bereit sind, unser Herz zu öffnen, Liebe fließen zu lassen. Sie sehen auch, dass ganz viele das möchten, sich das wünschen, auch daran arbeiten, das auch zum Teil schon erreicht haben, dass sie merken, die Liebe kann fließen, sie selber versperren sich nicht. Also sie wollen uns auch sagen, ihr habt da auch schon Fortschritte gemacht, dass die Herzchakren sich öffnen und die Liebe fließen kann. Das sehen sie, dass das auch möglich ist und wir uns das auch im Austausch mit anderen wünschen. Sie sehen aber auch, dass ganz viele durch Situationen gehen, die Herzschmerz, Verluste nochmal hochbringen, entweder angetriggert oder dass es angetriggert wird durch jemanden oder dass diese Erfahrung gemacht wird. Das kann dann auch mal karmisch bedingt sein. Ja, das mag viele Gründe haben, aber wir entwickeln uns sehr, sehr, sehr schnell auch durch diese Erfahrungen, die sehr tief gehen, die auch mal schmerzhaft sind, aber sie bringen jeden von uns auf seinem oder ihrem Weg auch weiter. Das zeigen sie uns mit dieser Karte. Positive Bewegung vorwärts, Wind in den Segeln. Ja, also sie sagen, bitte seht nicht nur das Negative oder zu viel des Negativen, sondern seht auch, dass euch diese Erfahrung im Moment, in dieser Inkarnation, in dieser speziellen Aufstiegsenergie, die wir haben, auch weiterbringt. Ja, dass ihr einfach eine tiefere Erfahrung macht, mehr erkennt, womit das zusammenhängt, euch besser erkennt, im anderen auch wieder Rückmeldung geben könnt. Also das ist im Moment wirklich spirituelles Wachstum, was auch in Beziehungen stattfindet und auch auf der Liebesebene natürlich. Sie sagen auch, wir sollen bitte nicht in die Illusion fallen, dass wir nicht geliebt würden, sondern sie sagen in Wahrheit, und schaut euch mal diesen schönen Engel hier an mit der roten Blume, du wirst geliebt. Also sie wollen uns ganz klar sagen, wir alle werden geliebt
von Gott, von unseren Mitmenschen, auch von unseren Partnern und Seelengefährten, denen wir begegnen mögen. Und auch die spielen eine Rolle, um uns zu helfen, tiefer in die Liebe zu kommen. Es ist nicht, die tun das nicht, weil sie uns nicht lieben, wenn sie uns vielleicht verletzen oder uns etwas spiegeln, was in uns noch verletzt ist, sondern sie wollen uns eigentlich zeigen, wir werden geliebt. Ja, das ist eher mehr im Hintergrund, das sehen wir hier, das befindet sich im Rücken dieses Engels. Und was sie auch sagen ist, sie bitten uns weiterhin um Geduld. Sie bitten, dass wir geduldig sind mit uns selbst, mit dem Prozess, mit dem Fortschritt, mit unseren potenziellen Partnern, die uns begegnen mögen oder mit denen wir vielleicht bereits in Interaktion sind. Also sie bitten, habt Geduld. Ihr braucht diese Zeit im Moment, diese Phase auf dem spirituellen Weg für eure Selbstreflexion. Ja, und wir sehen hier diese Frau in einen Spiegel schauen. Man sieht hier, die Reflexion ist eine Erhellung im Gesicht, die von dem Spiegel kommt. Ich hoffe, ihr könnt das so erkennen. Und ich packe die Geduld mal weg. Ich glaube, dann sieht man das besser. Und die Engel sagen, diese Selbstreflexion, zu der ihr einfach Zeit braucht. Ja, warum bräuchten wir sonst Geduld? Das heißt, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Allein sein, Zeiten für Rückzug haben, Spiegelungen erhalten von sich selbst, von anderen, ist einfach wichtig für diesen Weg, um sich selber besser kennenzulernen, zu erkennen, mit sich selber in die Liebe zu kommen. Das ist ganz, ganz wichtig und dafür brauchen wir Zeit. Also seht das als Zeit des Wachstums im Moment, wo vielleicht eine ernstzunehmende Beziehung, so wie wir das vielleicht doch ein bisschen noch aus dem 3D-Leben kennen, so gar nicht verankerbar ist auf Dauer, ja, weil einfach zu viel getriggert werden muss und noch umgewälzt werden muss. Und vielleicht ist das gar nicht so ein Hafen, den man sich vorstellt, in dem man einläuft und dann läuft das alles wie ein langsamer, ruhiger Fluss vor sich, wenn auch harmonisch und schön, einfach nicht möglich, weil dann zu wenig Selbstreflexion passieren könnte. Ja, kommen wir zu den individuellen Botschaften der Andenopal, hier links. Diejenigen, die den Andenopal gezogen haben, kriegen folgende Botschaft. Die Engel sagen, für euch ist diese Erfahrung, wie ihr sie jetzt macht, sehr wichtig, um frei zu sein. Ja, also für viele, die diese Karte jetzt gewählt haben, ist es wichtig, dass ihr frei seid, dass ihr nicht gebunden seid, dass ihr nicht eingeschränkt seid, auch, sage ich mal in Anführungszeichen, in welcher Form auch immer, durch einen Partner, sondern dass ihr eure Freiheit genießt, dass ihr euch mehr verwirklicht, dass ihr euch mehr auf euren eigenen Weg konzentriert in jeder Hinsicht, ob das die Lebensaufgabe ist, ob das, ihr könnt euch vorstellen, was alles ihr vielleicht verwirklichen wollt. Ja? Dazu braucht ihr Freiheit und diese Freiheit ist jetzt wichtig und soll nicht durch Abhängigkeiten oder Kompromisse oder was auch immer gefährdet werden. Und die zweite Karte ist die Karte Bleibe. Und ich habe das so verstanden, dass die Engel euch sagen wollen, es geht darum, erstmal in Freiheit zu bleiben. Ja? Es geht darum, erstmal selber zu lernen, wie kann ich in mir, in meinem Inneren und in meinem Äußeren frei bleiben, auch wenn vielleicht irgendwann dann eine feste Beziehung in meinem Leben Einzug hält oder ein Partner in mein Leben tritt, der da ist, der stimmig ist, wo die Liebe fließt und da ist. Also bleibe in der Freiheit oder sei in der Freiheit, genieß die Freiheit, bis auch jemand kommt, der bleiben kann. Auch so könnte man es verstehen. Also es geht aber hier ganz stark für diejenigen darum, erstmal frei zu sein, sich auch zu, das heißt ja auch, in die Freiheit kommt man erst, wenn man sich befreit hat von Altlasten, von alten Mustern, von Glaubenssätzen, von Verletzungen, Verwundungen, Schmerzen, ja, Erfahrungen. Und viele werden das geschafft haben, die werden jetzt da sein, dass sie sich freier fühlen oder immer freier fühlen. Und das ist wichtig, diesen Zustand auch zu genießen. Der gelbe Jaspis zeigt, dass für diejenigen, die den gelben Jaspis gewählt haben, das Thema Sexualität und Leidenschaft ein wichtiges Thema ist. Erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Und für diejenigen, die das so spüren, ist es auch wichtig, dass sie lernen, auch Schritte auf andere zuzumachen. Ich habe das Gefühl, dass die Engel uns sagen wollen, für diejenigen, die den gelben Jaspis gewählt haben, ist es wichtig, zu lernen, Schritte auf andere zuzumachen, sich zu öffnen, sich zu offenbaren, die Wahrheit von Herzen zu sprechen. Da gibt es viele Leute, die das lieber nicht tun würden, sich zu öffnen, auch erstmal Leidenschaft zu leben, eine leidenschaftliche Erfahrung zu machen. Also das scheint ganz wichtig zu sein für diejenigen hier mit dem gelben Jaspis. Der graue Granat
Da kam als erstes diese Karte. Eine Grundlage schaffen und etwas erreichen. Und ich glaube, dass das damit zu tun hat, das ist so das, was ich von der Karte bekomme, dass es für viele da draußen, viele Lichtarbeiter, erstmal darum geht, diese ganzen unruhigen Zeiten, diese Umwälzungen im eigenen Leben erstmal wieder auf eine gesunde spirituelle Basis zu stellen. Viele durchlaufen massive Veränderungsprozesse, geben alten Wohnort auf, manche trennen sich in Beziehungen, geben Besitz auf, ziehen um, gehen wegen der Arbeit vielleicht woanders hin oder wechseln die Arbeitsstelle, familiäre Themen, die bearbeitet werden. Und für euch ist es ganz wichtig, erstmal dafür zu sorgen und euch das auch zuzugestehen, dass erstmal die turbulenten Zeiten in eurem eigenen Leben etwas zur Ruhe kommen sollen, bis ihr wieder eine gesunde Basis bekommen habt, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr euch stabil fühlt, eine gewisse Stabilität, ja. Und es kann auch bedeuten, dass da einige dabei sind, die auch Enttäuschungen erlebt haben, die gemerkt haben, wir sehen hier diesen Menschen mit der Maske, dass es darum geht, erstmal Masken selber fallen zu lassen oder aber im Umfeld oder mit einem Ex-Partner, amtierenden Partner, erstmal hinter die Maske zu schauen. Also auch Täuschungen zu verarbeiten, Enttäuschungen zu verarbeiten, klarer sehen zu können, was eigentlich wirklich ist. Also auch diese Erfahrungen waren für einige offenbar wichtig und mussten gemacht werden. Und das bewirkt eine Menge Trubel und eine Menge Aufregung auch im Herzen. Und deshalb ist es hier ganz wichtig, erstmal Ruhe und eine gesunde Basis wieder zu finden, auf der man in etwas Neues irgendwann starten kann. Und manche mögen diese vielleicht noch nicht haben. Und das ist auch vollkommen okay. Also das ist kein Problem, sondern Teil der Entwicklung. Das ist ja ein bisschen verrutscht, sehe ich gerade. Ja, also ganz interessante Informationen, die wir da bekommen von den Engeln. Ich hoffe, das war eine Frage auch im Sinne von vielen da draußen, die da echt auch unter Druck sind oder sich manchmal unter Druck setzen. Natürlich ist die Selbstliebe wichtig und richtig und die Selbstreflexion und vieles, was uns auf dem spirituellen Weg begegnet, bringt uns dem immer näher. In jedem Fall wollen die Engel euch sagen, ihr werdet geliebt, ihr seid geliebt und ich denke auch, dass jetzt alles ein gute Bewegung nach vorne macht und wir schon ganz schön weit fortgeschritten sind, verglichen mit 2012 und davor. In diesem Sinne wünsche ich euch für die kommende Liebeswoche eine wunderbare Zeit, viel Glück mit euch selber und den Menschen um euch herum und sag bis bald.